Das Thema wird uns noch lange begleiten. Dirk Steffens sitzt bei uns. Frisch gebackener Doktor, Ehrendoktorwürde der Uni Bayreuth. Nochmal Glückwunsch dazu, Dirk. Du sagst, diese Corona-Krise hat auch eine große Chance. Ja, die hat einen großen Lerneffekt und eine große Chance. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Corona-Krise, alle Zoonosen, also Krankheiten, die von Tieren auf Menschen überspringen, haben auch immer eine Umweltdimension. Also wir reden über eine Umweltkrise. So eine Seuche ist auch eine Umweltkrise. Wer Natur zerstört, erhöht die Wahrscheinlichkeit von Pandemien. Das ist wissenschaftlich schon lange bekannt. Und wir wissen also, wo wir vielleicht mal an der Schraube drehen sollten, Pandemien, Ausbrüche zu verhindern und nicht nur über das Verfahren zu diskutieren, was wir nach dem Ausbruch tun. Mhm. Natürlich muss man das machen, wenn es soweit ist, aber wir sollten auch mal über die Vorsorge nachdenken. Das ist der eine Punkt. Ne? Es ist bitter, finde ich, dass wir uns im Moment auch teilweise die Köpfe heiß reden und dann heftig diskutieren über Symptome letzten Endes. Aber die Ursache sind natürlich ganz, ganz andere Dinge. Und wir sehen die Zunahme über die letzten Jahrzehnte. Und an die müssen wir echt ran. Ja. Wir sehen die Zunahme von Pandemien in den letzten Jahrzehnten. Die Frequenz wird immer höher. Genau. Und es ist so, selbst wenn wir die Corona-Krise hinter uns haben, dann klopft direkt die nächste Krise an die Tür. Das kann wieder eine Pandemie sein. Das kann aber auch ein besonders trockenes Frühjahr sein. Das können die Waldbrände sein. Das können Missernten sein. Das können unsere sterbenden Bäume sein. Oder alles zusammen. Und am Ende geht immer alles auf diesen Kernbereich zurück. Wenn wir die Lebenserhaltungssysteme des Planeten Erde nicht intakt halten, dann ist all das, was wir hier besprechen, Makulatur. Genau. Und das muss man so deutlich sagen. Wir reden langsam über unsere Existenzgrundlagen. Und Schulsysteme sind dann tatsächlich natürlich ein Folgethema, im Moment akut wichtig. Aber was hilft es, wenn wir es jetzt lösen, wenn wir in 10 Jahren dann alles kaputt machen? So ist es. Dirk, lass uns doch einmal wirklich versuchen, kurz, ist immer schwer im Fernsehen, weil Fernsehen auch natürlich bedingt durch diese zeitliche Limitierung eine gewisse Oberflächlichkeit in sich trägt. Aber lass uns trotzdem mal versuchen, kurz grundsätzlich zu werden. Ihr habt ein tolles Buch gemacht. Empfehle ich wirklich sehr, das einmal zu lesen. Liest sich für mich wie eine Bestandsaufnahme. Wo stehen wir eigentlich als Menschheit? Wenn wir mal ganz vorne anfangen, die große Erdgeschichte sich mal anschaut. Ihr beschreibt das sehr interessant. Sagt, wenn wir die Erdgeschichte nehmen und sagen, die dauert von Mitternacht bis Mitternacht. Wie geht's los und an welcher Stelle taucht der Mensch auf? Was passiert dann? Naja, man kann hinten anfangen. Also bei 24 Stunden, einem vollen Tag, ist der Mensch erst eine gute Minute da. Also wir sind sozusagen die ganz Neuen dabei. Und die ersten Stunden, also wenn wir von Mitternacht anrechnen bis ungefähr 22, 23 Uhr des folgenden Abends, hat es überhaupt kein nennenswertes Leben gegeben. Also man muss sich mal diese Zeiträume klar machen. Und es gibt den Menschen jetzt ungefähr 77 Sekunden auf diesem Planeten, wenn wir diesen 24-Stunden-Tag machen. Und wir haben es geschafft, in dieser kurzen Zeit, und das ist einmalig in einer über 4 Milliarden Jahre währenden Geschichte, die kompletten Natursysteme so zu beeinflussen, dass möglicherweise das 6. Massenaussterben beginnt. Also Massenaussterben ist sowas wie bei den Dinosauriern, als der Asteroid eingeschlagen ist. Mindestens 3/4 allen Lebens verschwindet. Diese Sendung ist wie lang? 70, 75 Minuten. Das heißt rein statistisch, während wir hier reden, sind wieder 7 Arten für immer ausgestorben. Also ungefähr alle 10 Minuten eine Art. Und wenn das so weitergeht, werden wir bald keine Landwirtschaft mehr betreiben können. Wir werden Probleme mit unserer Atemluft kriegen. Wir werden kein Trinkwasser mehr haben. Und das ist einfach ein so grundsätzliches Problem, dass wir daran müssen. Wir bauen die Erde gerade richtig um. Ich habe zwei Dinge sind mir hängen geblieben. Wir haben heute doppelt so viele Städte wie noch vor wenigen Jahrzehnten. Und wenn man sich nur mal das Beispiel Vögel zum Beispiel rausnimmt, auf 3 Vögel in der Natur kommen mittlerweile 7 Masthähnchen. Ja, mehr als doppelt so viele Masthähnchen. Wir reden über alle Vögel in der Natur. Genau, was erzählt das? Das erzählt, dass die Technosphäre, also das, was der Mensch gemacht hat, gebaut hat, also von den Pyramiden von Gizeh bis hin zum neuesten Nasenhaarschneider, dass die Menge dieser Dinge, das sind ungefähr 30 Billionen Tonnen, das ist 7-8 Mal so viel wie die Biosphäre, also alles das, was auf diesem Planeten lebt. Rein rechnerisch haben wir auf jedem Quadratmeter 1 Zentner Zivilisationsmüll gestellt. Und einen Zentner? Ja, 50 Kilogramm. Und wenn man sich das mal klar macht, dass pro Quadratmeter Planet Erde ein Zentner menschengemachtes Zeug steht, dann wird vielleicht mal fühlbar, wie sehr wir in diese Systeme eingreifen. Und wenn man der simple Gedanke, wir sind hier wie auf einem Raumschiff, also mit dem Fernglas in den Weltraum gucken, es gibt kein anderes Raumschiff, auf dem wir leben können, als das Raumschiff Erde. Und die Lebenserhaltungssysteme, ist das Zusammenwirken der Arten, die uns Atemluft, Trinkwasser und Nahrung bereitstellen. Und wenn wir diese Lebenserhaltungssysteme kaputt machen, dann fliegt das Raumschiff auseinander. Weißt du was? Der Gedanke ist, der mich an diesem Buch am meisten gekriegt hat und ehrlich gesagt auch berührt hat. Ich kannte das nicht.
Der Satz über Charles Darwin, da steht drin, das wichtigste Lebewesen für Charles Darwin war der Regenwurm. Ja, in dem nicht ganz so bekannten Buch von ihm, also ein Buch von Charles Darwin kennt ja eigentlich jeder, genau, nämlich die Entstehung der Arten. Aber der hatte eine schwere Leidenschaft für Regenwürmer und hat die jahrzehntelang beobachtet. Regenwürmer, muss man wissen, galten damals als Schädlinge in der Landwirtschaft. Genau. Man hat versucht, sie aus dem Boden rauszubekommen, weil man die Systeme nicht verstanden hat. Und er war der Erste, der begriffen hat, die sind wahrscheinlich gut und wichtig. Und daraus ist dann irgendwann natürlich die ganze Bodenkunde entstanden. Wenn man eine Handvoll Muttererde nimmt, eine einzige Handvoll, dann sind da drin mehr Lebewesen, als Menschen auf dem Planeten Erde leben. Und es sind diese Lebewesen, die aus dem Material Erde überhaupt etwas Fruchtbares machen. Wenn man vom Mars, wenn Astronauten vom Mars eine Handvoll Mars-Erde mitbringen würden und man täte da Samen rein und Wasser, es würde nichts passieren, weil das nur toter Staub ist. Und Erde besteht überwiegend aus organischem Material und biochemische Prozesse machen das fruchtbar. Und die Schicht, die unseren Planeten umgibt, die ist im Schnitt nur 30 Zentimeter dick. Also Erde ist auf der Erde ein total knappes Gut. Mittlerweile. Wir verlieren viele Milliarden Tonnen pro Jahr, weil wir Wälder und Wiesen in Ackerland umwandeln. Und Ackerland ist sehr empfindlich für Erosion. Und damit entziehen wir uns natürlich wieder die Nahrungsgrundlage. Nochmal, 30 Zentimeter, das ist sozusagen die Grundlage für unsere alles. Existenz. Ja, diese 30 Zentimeter machen den Unterschied zwischen bewohnbarem Planeten und nicht. Zwischen Erde und Mars, um es mal grob zu sagen, jetzt abgesehen von der Atmosphäre, flüssigem Kern und Magnetfeld und so ein paar anderen Sachen. Ja, genau. Aber trotzdem, diese 30 Zentimeter, das ist das, was uns ernährt. Das ist auch eine der größten Kohlenstoffsenken natürlich, also was auch den Klimawandel abpuffert. Das ist das, wo Bäume wachsen, wo unsere ganze Nahrung herkommt. Und wir haben aber auch eben andere Systeme, die wir einfach nicht verstehen. Wir denken, bei Artenschutz, da gibt es so ein emotionales Missverständnis. Wir denken, wenn ich Artenschutz sage, dann gucken die Leute mich immer mit diesem Panda-Blick an. Ach so, das ist einer, der sich für Eisbären und Pandas interessiert. Ja, tue ich, aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass die Artenvielfalt, wir haben ungefähr 8 Millionen beschriebene Arten, und 1 Million davon sind vom Aussterben bedroht. Und wenn die sterben, sterben wir mit. Und das ist ein Unterschied zum Klimawandel. Es kann auch ohne einen einzigen Gletscher menschliche Zivilisation auf der Erde geben. Aber ohne Artenvielfalt kann es nicht einen einzigen Menschen geben. So, und jetzt kommt der interessante Punkt. Auch das beschreibt ihr da sehr, sehr nachvollziehbar. Der Panda, der Koala, der Eisbär, der sozusagen zum Symbol geworden ist für das, was da gerade passiert. Ohne die könnten wir ja letzten Endes weiterleben. Es wäre traurig, wenn wir keine Eisbären mehr hätten, aber es würde unser aller Leben nicht ernsthaft beeinflussen. Das kannst du noch spitzer formulieren. Es würde dein Leben und meins genauso wenig überhaupt nicht beeinflussen. Wenn morgen die Nachricht kommt, die Eisbären sind ausgestorben, verändert sich für uns hier in Deutschland gar nichts. Richtig. Wirklich gar nichts. Und das ist das Missverständnis. Es geht nicht um einzelne Arten. Aber wenn wir weiterhin so viele Insekten, Fluginsektenarten verlieren, dann wird irgendwann jede Pflanze, die eine Blüte hat, Faustregel, eine Pflanze macht eine Blüte, damit ein Brummer darauf gehen kann, ohne Bienen keine Äpfel. Das ist die simple Gleichung. Wir haben irgendwann nichts mehr zu essen. Also das systemische Denken, das muss in den Vordergrund. So. Es ist die Vielfalt selbst, die zu beschützen ist und nicht einzelne Arten. Und um auch das noch mal konkret zu machen, mir war zum Beispiel nicht klar, und da wurde mir ehrlich gesagt ein bisschen anders. Ich habe mit Harald Lesch hier in der Sendung mal drüber gesprochen. Ich habe ihn gefragt, Herr Lesch, kriegen wir irgendwann mal ein Problem mit Luft zum Beispiel? Kann es sein, dass wir das, was wir atmen, irgendwann nicht mehr atmen können oder zu wenig Sauerstoff haben, schlicht und ergreifend? Der muss ja produziert werden. Er sagte, keine Sorge, passiert nicht. 18% Sauerstoff kriegen wir irgendwie immer hin, sagte Harald Lesch. Bei dir habe ich verstanden, das muss nicht zwangsläufig so sein. Ja, nun, die Erde hatte ja mal eine Atmosphäre mit zu wenig Sauerstoff. Und die Sauerstoffmenge ist ja erst durch die Aktivität von anderen Lebewesen, nämlich von Photosynthese treibenden Algen im Meer und von Landpflanzen dann später, ist der Sauerstoff in der Atmosphäre ja erst so angereichert worden, dass sowas wie wir überhaupt entstehen konnte. Mhm. Also da waren Lebewesen die Voraussetzung für Lebewesen. Und das ist genau das, worum es uns dabei immer geht. Man braucht die anderen Lebewesen. Eine Welt, die nur aus Maisfeldern und Schweinemastbetrieben besteht, ist nicht möglich. Die ist biologisch, chemisch, physikalisch, das funktioniert gar nicht. Wir brauchen auch den Juchtenkäfer oder irgendwelche Kieselalge. Oder die Kieselalge. Das ist interessant. Was hat es mit der Kieselalge auf sich? Mir hat irgendwann mal ein Forscherteam erzählt, jeder zweite Atemzug, den wir nehmen, der stammt von den Algen im Meer. Und wir haben die Kieselalgen uns da rausgenommen. Also wir denken immer, die Bäume seien die grünen Lungen, die Wälder. Aber der Sauerstoffüberschuss der Wälder ist gar nicht so groß. Also jeder zweite Atemzug, den wir nehmen, der stammt von kleinen, fast unsichtbaren Algen, die im Meer herumtreiben. Weltraumfahrer. Stimmt, sagt Herr Lauterbach.
von der internationalen Raumstation sehen die Astronauten und Astronautinnen manchmal so Wolken durch die Ozeane wabern. Das ist das Zeug. Und die produzieren mehr Sauerstoff als alle Wälder zusammen. Wenn wir nun aber unsere Meere vergiften, die Wassertemperatur verändern, die Gletscher abschmelzen, die Meeresströmung sich verschieben, dann greifen wir sozusagen direkt in die Sauerstoffproduktion unseres Raumschiffs ein. Und das heißt, dass wir vielleicht dann irgendwann nichts mehr zu atmen haben. Ja. Gleiche gilt auch für CO2. Die meisten denken, ja, die gesamte CO2-Bilanz, die schulden wir den Bäumen, die das aufnehmen. 75% werden durch die Meere aufgenommen. Das heißt, wenn die Meere, auch der Temperatur, ne? Wenn die Meere kippen, ist es schlicht und ergreifend, wir sind aus dem Meer gekommen. Wenn die Meere kippen, ist es vorbei. Ja. Und einen Satz, den Herr Fiedler vorne gesagt hat, der hat mich da eben sehr beeindruckt aus Ihrem Themenbereich, dass wir diese schmerzhaften Wahrheiten jetzt endlich mal ehrlich aussprechen müssen. Und das ist vielleicht auch etwas, was wir aus der Corona-Krise dann mitnehmen können. Dieses Klein-Klein, das natürlich entsteht, wenn man in einer wohlhabenden und halbwegs gut funktionierenden Demokratie Politik betreibt. Das ist aller Ehren wert. Ich will das nicht kritisieren. Aber wir stehen tatsächlich vor ganz großen Fragen. Und da müssen wir bereit sein, auch mal diese schmerzhaften Diskussionen zu führen. Wenn, es ist völlig egal, ob es dann um Kindermissbrauch geht oder um unsere Lebensgrundlagen. Die Wahrheiten sind so krass, dass sowas wie Lobbypolitik und faule Kompromisse, dass wir dafür keine Zeit mehr haben. Ich meine, wir tun ja auch auf der anderen Seite was. Es gibt diese beschreibt das auch, diese Banken sozusagen, diese Tresore, wo das Erbe der Menschheit Samenbank. Sozusagen. Ja, Samenbanken. Das sind Samenbanken, das ist nichts anderes. Also klar, wir haben als ein Beispiel die in Wakehurst von den Kew Gardens, da sieht man hier Bilder, das ist die größte Samenbank der Welt. Die haben zunächst wo steht die? In West Sussex, in UK. Also es ist ein atombombensicherer Bunker. Das sind die Kühlräume, die man hier sieht. Und da sind Milliarden Samen gebunkert, die mit Kryotechnik, das ist eine Tiefkühltechnik, die werden jetzt getrocknet und dann eingefroren über Jahrhunderte. Die Idee von diesen Samenbanken ist, nach dem Weltuntergang leben hoffentlich noch ein paar von uns und die können dann neu anfangen. Und es gibt nicht nur diese Samenbank, das ist nur die größte der Welt, es gibt ungefähr 1500 davon, von Syrien bis hin nach Spitzbergen. Longyearbyen, Spitzbergen gibt es auch eine, ne? Ja, und wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, beschleicht einen das mulmige Gefühl, dass sich die Naturwissenschaft sehr konsequent auf eine Art Weltuntergang vorbereitet, der vielleicht gar nicht mehr so fern Arche Noah. Ist. Das ist die Arche Noah. Das ist übrigens die Safe-Tür, durch die ich da gerade durchgehe. Da geht es in diesen Kühlraum. Also wenn die Welt untergeht und irgendjemand von uns überlebt, durch diese Tür muss man gehen. Dann findet man Samen, mit denen man wieder neue Nutzpflanzen züchten kann und vielleicht die Zivilisation Wie lange sind die haltbar? Ich frage nur für einen Freund. Gut 200 Jahre. 200 Jahre? Ja. Okay, dann wissen wir Bescheid. Und ganz grundsätzlich aber ist klar, und das habe ich da das erste Mal jetzt bei Lektüre eures Buches verstanden, wenn du diesen Mutterboden nicht mehr hast, also wenn wir dafür sorgen, dass das alles Marsboden wird, dann nützt uns das auch nichts mehr. Ja, wir tun das ja mit ganz konkreter, falscher Politik. Also indem wir zum Beispiel noch mehr Fleisch essen oder darauf achten, dass Fleisch ganz billig ist, sorgen wir dafür, dass immer mehr Wiesen und Wälder in Acker umgewandelt werden. Denn es ist für einen Landwirt oder eine Bäuerin lohnender, Tiere nur im Stall zu halten, ganz viele davon, und das Futter für die auf dem Acker zu produzieren, als sie raus auf eine Weide zu schicken. Also man kann dann einfach mehr produzieren. Gleichzeitig wird in Brasilien der Regenwald abgeholzt, dann wird Soja angebaut, das Soja wird geerntet und als Tierfutter zu uns gekarrt, damit wir dann das Schweinenackensteak, für das sich ja mal in der CDU auch einige Leute sehr stark gemacht haben, weiter für, ich weiß nicht, 3,99 das Kilo oder so kaufen können. Ich glaube, ich bin da verdächtig. 1,99. Ja. Der Name Brinkhaus kommt mir gerade zufällig durch den Kopf. Das sind die Probleme, die wir haben. Und wir brauchen hier natürlich auch, und das versuchen wir ja auch im Buch, das ist zum einen natürlich die Bestandsaufnahme, aber auch, was müssen wir eigentlich tun? Wir müssen in der Politik natürlich auch bereit sein, so etwas wie einen permanenten Ausnahmezustand auszuhalten. Mhm. Wir haben im Moment bei Corona gelernt, was das im Extrem bedeutet. So weit muss man nicht gehen. Mhm. Aber einer unserer Vorschläge ist zum Beispiel, dass das Umweltministerium ein Vetorecht bekommt bei allen politischen Entscheidungen. Das hört sich total irre an, wenn man sowas vorschlägt. Ja. Aber unser Finanzminister hat das. Und der kann in jedem anderen Ressort reingrätschen und sagen, nö, dafür ist kein Geld da. Also eine Umweltbazooka bräuchte es. Das braucht man natürlich zwingend. Denn um ein Land, auch die Industrie eines Landes, zukunftsfest zu machen, muss alles auf die ökologisch mittelfristig und langfristigen Folgen gecheckt werden. Und wenn man das den einzelnen Ressorts überlässt, ich sehe schon den wiegenden Kopf von Herrn Lauterbach, dann geht das schief. Ja, dafür übrigens, also selbst der Finanzminister hat dieses Recht nicht. Also er kann sozusagen bei der Haushaltsplanung bestimmte Posten stoppen, aber zum Schluss bestimmt das Parlament, ob der Haushalt seinen Haushalt durchgeht. Somit hat er nicht das letzte Wort. Aber ich wäre für so eine Prüfung. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass das also mit großem Abstand das wichtigste
Problem der Menschheit ist für die nächsten 30 Jahre. Und das muss einen ganz anderen Stellenwert haben. Ohne Wenn und Aber. Anderer Stellenwert ist ein gutes Stichwort. Anderer Stellenwert, mit der Bitte um kurze Antwort, weil uns sonst die Zeit davon läuft. Ihr schlagt vor, sozusagen einem Fluss, einem großartigen Fluss wie dem Mississippi zum Beispiel, Rechte zu geben. Ja, wie einer Person. Ja. Auch das klingt verrückt, aber wenn man darüber nachdenkt, dass bei uns jeder Sportverein und jede Aktiengesellschaft, das sind ja auch keine Personen, keine physischen Personen, die können dich verklagen und auch vor Gericht ein Urteil gegen dich erwirken. Aber ein Fluss, ein Wald, ein Berg ist für die Menschheit insgesamt viel wichtiger als eine einzelne Aktiengesellschaft. Und deshalb brauchen Naturgüter dieselben Rechte wie auch andere abstrakte Rechtspersonen. Das ist ganz wichtig. Aber wie würde das laufen? Der Mississippi würde sagen, ihr habt mich begradigt, ihr leitet in mich keine Ahnung was rein, ihr zerstört meine Biotope. Genau, und da man sich den Fluss ja selbst aber wer müsste das machen? Der Besitzer oder wer macht das? Da werden Sprecher gewählt, genau wie in einer Aktiengesellschaft. Das gibt es in anderen Ländern schon. In Neuseeland gibt es zum Beispiel das Beispiel dieses Flusses. Da mittlerweile Corona-frei übrigens. Zwei Frauen oder zwei Männer benannt, die im Namen des Flusses sprechen. Und deren einzige Aufgabe ist es, sozusagen die Interessen dieses Flusses wahrzunehmen. Und die haben eben auch das juristische Mandat dazu. Und das ist nicht verrückt. Das kann ja jeder Vorstandssprecher einer Aktiengesellschaft auch. Klar. Obwohl er keiner physischen Okay, verstanden. Sitzt, ne? Aber letzter Punkt, Dirk, der VW Golf, so als Symbol sozusagen für Mobilität und wir Deutschen lieben nun mal Autos, und zwar zu Recht. Der kostet 24.000 Euro, glaube ich, in der Basisversion. Das letzte Modell, Das letzte Modell, genau, so steht es in eurem Buch. Ihr sagt, eigentlich müsste man das mal ernsthaft berechnen, wirklich berechnen. Heißt? Ja, mein Kollege Fritz Habekus und ich haben das Buch zusammengebracht und haben das mal so nachgerechnet, Zeitwissenschaftsredakteur. Die echten Kosten, da wird ja nur die Kosten für Stahl, die Kosten für Gummi und die Kosten für die Arbeit werden zusammengerechnet, plus die Gewinnmarge ergibt dann das, was wir dafür bezahlen müssen. Aber wenn man Stahl aus Australien zum Beispiel importiert, wird dort Natur zerstört. Übrigens auch das Schiff fährt dann irgendwie von hier nach da und verpestet die Luft. Der Echtgummianteil in den Reifen kommt vielleicht aus Kautschukplantagen in Südostasien oder Lateinamerika. Die indigene Bevölkerung dort muss einen hohen Preis für diese Ernten zahlen. Und all diese Kosten sind in dem Verkaufspreis nicht mit drin. Also ein Konzern, man nennt das Kostenexternalisierung in der Ökologie. Also das heißt, man kann Kosten, die man produziert bei der Herstellung, einen Teil dieser Kosten kann man einfach auf die Allgemeinheit abschieben. Ich mache den Fluss schmutzig, das muss die Gemeinde bezahlen, ihn wieder sauber zu machen mit dem Klärwerk. Aber den Gewinn für den Verkauf meines Autos kann ich alleine behalten. Das ist das Prinzip aus der Bankenkrise, das haben wir sehr verinnerlicht. Aber das ist das Gegenteil von einem echten, fairen Kapitalismus. Das weiß man auch in der Ökonomie schon seit über 100 Jahren. Da gab es einen Pigou, einen Cambridge-Ökonom, der hat damals schon gesagt, wer Dreck macht, muss für die Beseitigung des Drecks auch bezahlen. Das wäre eine echte Marktwirtschaft. Und wir haben jetzt so eine Art fossilen Sozialismus entwickelt, bei dem man Kosten... Das ist steil. Ja, aber man kann viele Kosten, das ist gar nicht steil, weil man das ja an Zahlen belegen kann. Ja, das stimmt. Man kann die Kosten einfach auf die Allgemeinheit abwälzen und den Profit behalten. Und das ist für mich keine freie Marktwirtschaft. Und der Golf ist ja sozusagen jetzt nur als Beispiel genannt. Das ist nur ein Beispiel. Für jedes Auto, der Konzern ist wahrscheinlich besser als viele andere. Also das soll jetzt nicht als schlechtes Beispiel hier dargestellt werden, sondern nur eins, das uns hier in Deutschland natürlich besonders nahe ist. Genau. Wahnsinn. Also wir haben was zu tun, würde ich sagen. Ja, aber alles wird gut, weil wir ja gar keine Wahl haben. Optimismus ist Pflicht. Ja, genau. Und auch Ideen. Also wir müssen kreativ an die Dinge rangehen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Frau Güler, herzlichen Dank. Bei Karl Lauterbach, vielen Dank. Bei Dirk Steffens, vielen, vielen Dank. Und bei Sebastian Fiedler. Jetzt die Kollegen von Heute Plus. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.